Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von Captain Holzi. Und heute dabei ist mal der gute Doomlike. Hallo. Ein Freund von mir. Also, Doomlike ist jetzt nicht hier als spielende Person in meinem Let's Play, aber einfach als ist irgendjemand, der hier down das Let's Play reinbabbelt. Nein, also er macht bei diesem Let's Play nicht mit innerhalb des Spieles, aber er ist einfach nur hier und wir können ein bisschen reden. Und ihr auch. Ja, ihr eigentlich nicht, ihr guckt das Video nur, ihr könnt ja nicht mitreden, aber ja. Also wie ihr seht, bin ich hier wieder in meiner Static Nautica Welt. Und wenn ich mal gesagt habe, werde ich jetzt hier noch ein bisschen mehr rumzeigen. So alles. Und der gute Doomlike, der sitzt da und hört zu und redet immer was. Irgendwas. Ja. Ja, das tue ich. Also, ja. Oh, danke mir am Anfang. Ja. Ey. Ich drücke immer noch down die Enter-Taste, um diese blöde Command-Leiste zu öffnen. Es ist eine Angewohnheit von Subnautica. Wenn ich bei Subnautica muss, dann muss man die Enter-Taste drücken, um die Filz-Leiste zu öffnen. Bei Minecraft ist es ja die Raut-Taste. Ja. Hashtag-Taste, keine Ahnung wie. Ich kann es mir nicht abgewöhnen, die blöde Taste zu drücken. Ja, ich entschuldige mich für die Störungen, aber das kommt jetzt ein bisschen durch Skype. Wir haben hier ein paar Verbindungsprobleme, aber lass dich nicht davon stören. Na, ich will. Dann mach das doch endlich mal und unendlich. Ach, egal. Ja, also, ich habe hier letztens auch ein bisschen so rumgezeigt, die grundlegenden Sachen. Und jetzt werde ich immer auf die spezielleren Sachen eingehen. Und auch. Ja, also diese Welt ist erst so ungefähr 50% fertig. Also das Raumschiffmodell ist fast komplett, ja, fertig. Aber bin auch an noch vielen Sachen am Arbeiten, weil ich ja auch will ja auch noch die ganze Unterwelt hier noch teils noch Erde hin machen, weil nämlich hier ist ja nur Kies. Und es soll ja ein bisschen mehr lebendiger aussehen, weil das sieht ja mit dem Kies jetzt immer so ein bisschen, ja, tot aus alles. Und auch noch an ein paar Fucks bin ich am Arbeiten, weil ich manche wie dachte, die sehen doch richtig scheiße aus. Und ja. Also ich werde hier noch viel Arbeit dran haben. Wird es die Map zum Download geben? Ob es die Map zum Download geben wird. Wenn ja, dann dauert das noch, weil ich muss erstmal noch alles vorbereiten, die rausladen und auch noch Problem ist, die Welt hier, die hat doch noch ein paar fizzmäßige Lecks drin. Das heißt auch, soll es später möglich sein, dass man im Live-Pod das Energiesystem schweißen kann, wie es auch im Originalspiel geht, dass dann das Live-Pod wieder vollständig einsetzbar ist. Das heißt, das ist ja ziemlich beschädigt durch den Aufprall. Und da kann man sich vollständig
funktionsfähig machen, dass man das auch die Langstreckenkombination wieder funktioniert. Man hat ja Funkgerät, das funktioniert ja, also soll es eigentlich. Und das ist aber nur Kurzstreckenfunkgerät. Und das Zweifache hat auch ein Langstreckenfunkgerät, aber das ist aber ein internes System. Und das, die internen Systeme sind zum größten Teil ausgefallen, sollte so sein. Und ich bin damit am gucken, was man machen kann. Dass man das schweißen kann oder reparieren kann. Na, und was soll ich? Ja? Ein Command-Typ hier. Was ist? Sieht wohl so aus, als hätten wir einen Command-Typ hier. Ja, ich arbeite irgendwie mit Commands. Das stimmt. Also ich hier auch noch hier immer eine große Insel machen über Wasser. Und ich habe von mir finden, diese ganzen Einzelteile der Enterprise 10 zu verschwinden zu lassen. Nur Problem ist, die muss in einer bestimmten Umkreis lassen, weil nämlich es ist ja so, wenn man zum Beispiel irgendwas kopieren will, also irgendein Bauwerk kopieren will, aber das Bauwerk aus der Sichtweite von allen ist, dann ist es nicht mal geladen, dann ist es außerhalb des geladenen Weltbereiches. Und dann kann er auch nicht auf die Blöcke zugreifen. Problem ist, bei Command-Blöcken ist das genau gleich. Command-Blöcke, die haben auch so eine Sicht wie du. Wenn man euch einstellt, Sichtweite auf, wie war es nochmal, Sichtweite auf 12 Chunks, haben die Command-Blöcke auch nur eine Sichtreichweite. Falsch. Ja. Wenn du musst. Muss auch die Bauwerke in sich haben, damit die Command-Blöcke das sehen, das machen können. Weil wenn es außerhalb der geladenen Welt ist, von dir aus, dann können die Command-Blöcke auch nicht drauf zugreifen. Was ich mal zeigen kann. Ich kann beispielsweise die Explosion mal starten. Von der Enterprise, ich habe auch noch so einen Knopf hingebaut, wo man die sofort starten kann. Dann fliege ich erstmal weg, ganz schnell. Was meine, dass die Sachen außerhalb der Sicherheit sind. Wenn ich schnell genug bin. So, wir sind außerhalb der Sichtweite. Jetzt, ihr könnt die Nachrichten sehen. Notfall-Alarmbruch in der Kammer lokalisiert. Wo könnte ich das? Jetzt sich. Und die Explosion kommt gleich. Und zwar jetzt. Jetzt kann man auch die Druckwelle sehen. Moment. Da. Was jetzt aber passieren wird. Passiert ist eigentlich. Ich hoffe, das ist auch passiert, weil es sonst scheiße wäre. Ja. Ja, es ist passiert. Seht ihr, das Schiff hat sich nicht geändert. Weil nämlich die Glück ganze Sachen außerhalb der geladenen Welt waren und deswegen dann das nicht durchführen konnte. Das ist ein bisschen blöd. Richtig blöd ist das. Und auch noch in Wirtschaft will ich finden, es ist möglich, also dass ich manchmal ja auch eigene Fischerei machen kann. Es ist möglich, wenn du, ich habe schon mal angeguckt. Es gibt, also wenn du zum Beispiel so einen Gegner haben willst, der rumschwimmen, musst du so machen, musst einen unsichtbaren Tintenfisch spawnen, der von einem unsichtbaren Rüstungsständer geritten wird. Und dann musst du, einfach beispielsweise, dann kannst du so einen Fisch machen. So mit so einem Programm, ich weiß nicht, wie das heißt, ein Programm, womit du dann so eigene Items erstellen kannst. Musst du dann machen, dass dieses Item als Rüstungshut angesehen wird von Minecraft. Und den dann, dass der dann auf den unsichtbaren, Rüstungsständer ist. Das heißt, den Fisch und Rüstungsständer siehst du nicht, aber den Hut, also den Fisch siehst du. Schwimmt das rum und du weißt, dass es nur der Fisch ist, der rumschwimmt. Nur es ist kompliziert zu machen. Ich habe es noch nicht so richtig hingekriegt. Ich habe bis jetzt hingekriegt, das alles sichtbar zu machen, weil ja, es ist ein bisschen kompliziert, das nachzumachen immer. Und nämlich auch eine Mischung machen, dass man das mal mit dem Bilder, Der Bilder ist so eine Art Werkzeug, womit du so diese Unterwasser, die
Ja, das hier sollte Bilder eigentlich sein. Ist eine Eisenhacke, aber wie, aber sollte es eigentlich sein. Also mit dem. Also mit den Bilder kann man. Kann man, also Bilder, also Bauer. Kann man hier und auch im Original Subnautica die unter was die Wasserbasen bauen, also die Teile davon. Und auch die Dekorationsteile und auch Geräte. Und möchte auch so machen, dass man dann damit irgendwo hinklicken kann mit den Bildern und dass der dann je nach was du willst dann den Raum einfügt. Nur wie man das machen kann, weiß ich bis jetzt noch nicht. Da bin ich im Moment auch am Google suchen. Suchen im Internet habe ich jetzt noch keinen richtigen guten Comment gefunden dafür. Aber ihr könnt ihr mir auch mal helfen und mal mir mal die Tipps geben, welche Leute zum Beispiel so welche Leute sowas zum Beispiel schon gemacht haben oder ob ihr im Comment wüsstet, wie das geht. Wäre es wirklich mal schön, wenn ihr jetzt mal in die Kommentare schreibt. Und auch noch, lasst ein Like da! Liked mich tausendmal! Macht ganz ja keine Ahnung und liked mich! Nee. Nee, Scherz. Doch, macht es! Eigentlich jetzt. Besser nicht. Ich bin Bindemit noch nicht so da daraus darauf aus, mit YouTube Millionen zu machen. Ich glaube, möglich ist es, aber ich mach's mir auch Spaß, YouTube. Aber ich glaube, es gibt, glaube ich, Leute, die mit Millionen verdienen mit YouTube. Oder du ein Like? Ja. Ich hab so die großen, ich hab Kronk. 100.000 Abonnenten, glaube ich. Da kann man erst ein bisschen Geld machen. Ah, ich hab Kronk, der arbeitet gar nicht mehr. Ich glaube, der verdient sein ganzes Geld durch YouTube, oder? Glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich schaue mir den überhaupt nicht mehr an. Ich glaube, ja, ich glaube, der verdient sein ganzes Geld durch YouTube. Auch noch mal wie bei der Subnautica Welt. Ich will auch noch hier Sounds einfügen und ich habe schon mal versucht Sounds einzufügen, aber da ist jedes Mal das Spiel kaputt gegangen. Deswegen muss ich jetzt mal, also das habe ich auf einen alten Computer gemacht, habe ich auch versucht. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, einen neuen Sound einzufügen, ist jedes Mal das Spiel kaputt gegangen. Oder das hat nicht funktioniert. Weil ich will nämlich hier auch eingestellte Sounds einfügen. Wie zum Beispiel hier habe ich jetzt Alarm ja diesen Wächter Tod-Sound genommen als Alarm. Und der hört eigentlich gut an, aber es wäre eigentlich auch geil, einen richtigen Alarm reinzumachen. Hier hört man ja einen Enterprise und auch noch einen abstützenden Rahmen der Enterprise. Also dieses Modell da oben, wo die Questing von aus startet. Habe ich ja so Alarm reingebaut, der nur mit dem Wächtergeräuschen. Aber wie schon gesagt, wäre geil, es mit eingefügten Geräuschen zu machen. Es geht, aber ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie genau. Und der wäre auch mal gut, wenn ihr mir Tipps geben könntet. Ja. Lass es mal in den Kommentar. Was ist? Wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Ich hab wie wiederholt er besser nochmal. Man hat das nicht verstanden. Okay. Mit euch. Oder. Nee, vergiss es. Oh, was sind wir denn da? Da weigert sich einer. Nee, Scherz. Ja, aber damit beende ich dieses Video mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sag jetzt mal so langsam mal wieder tschüss und bis zum nächsten Video von Captain Holzi. Und ich
hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, kann ich dann nochmal ein Video mit dem guten Dummlike aufnehmen. Und ich werde demnächst nochmal Videos mit dieser Welt machen oder auch nochmal ein paar Bester Galactica Videos. Wir werden sehen. Also trotzdem, macht's gut. Bis nächstes Mal. Tschüss.